Herzlich willkommen zum Kurs WMP 07 Digitale Lerninhalte erstellen. In diesem Screencast stellen wir Ihnen 6 Tools vor. Digitale Lerninhalte liegen meistens als PDFs vor, da diese sehr einfach zu erstellen sind. Damit PDFs, aber auch Menschen mit einer Sehbehinderung zugänglich sind, müssen sie barrierefrei aufbereitet werden. Dass Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden dürfen, ist gesetzlich verankert. Hier sehen wir einmal einen Auszug aus dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 3 Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Auch im Hessischen Hochschulgesetz ist in Artikel 3 Absatz 4 festgeschrieben: Sie wirken darauf hin, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht benachteiligt werden und sie Angebote der Hochschulen barrierefrei in Anspruch nehmen können. Bevor wir Ihnen ein Tool vorstellen, mit denen es blinden Menschen oder Menschen mit einer Sehstörung möglich ist, PDFs trotzdem zu lesen, möchten wir kurz auf die Frage eingehen, wie viele Studierende an deutschen Hochschulen von einer Behinderung betroffen sind. Eine konkrete Zahl kann man nicht nennen, da Behinderung und chronische Erkrankungen an deutschen Hochschulen nicht erfasst werden. Einen ungefähren Richtwert bietet allerdings die Best-Studie des Deutschen Studentenwerks, die im Wintersemester 2011/2012 durchgeführt wurde. Danach haben ca. 8% der Studierenden eine Behinderung oder chronische Erkrankung. Die Beeinträchtigung kann beispielsweise körperlich, chronisch-somatisch oder psychisch sein. Kommen wir nun zu der Frage, was ein barrierefreies PDF ausmacht. Ein PDF ist dann barrierefrei, wenn es mit einem Screenreader ausgelesen werden kann. Ein Screenreader ist ein Programm, das Bildschirminhalte vorliest. Eine barrierefreie Aufbereitung beinhaltet beispielsweise die Auszeichnung verschiedener Textformate. Im Text muss also erkennbar sein, ob es sich um beispielsweise eine Überschrift handelt oder einen Link. Barrierefreie digitale Medien sind deswegen so wichtig, da nur so Menschen mit einer Seheinschränkung oder Sehbehinderung selbstbestimmt arbeiten können und nicht wie früher eine Vorlesehilfe oder Assistenz benötigen. Es gibt verschiedene Screenreader, wie zum Beispiel JAWS, Cobra oder VoiceOver bei Mac. Wir stellen Ihnen hier den NVDA-Screenreader vor, da dieser kostenlos ist und Sie ihn installieren können oder auch direkt nutzen können. Probieren Sie einmal selbst aus, wie Menschen mit einer Sehbehinderung digitale Dokumente lesen. E-Books erstellen mit Calibre. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Dokument vorliegen, als Word oder PDF beispielsweise. Dies könnte zum Beispiel ein Vorlesungsskript sein. Dieses Vorlesungsskript können Sie nun auch ganz einfach als E-Book für Kindle oder einen anderen E-Reader zur Verfügung stellen. Dafür steht Ihnen die kostenlose Software Calibre zur Verfügung. Ein Tool, was auf Ihrem Rechner installiert werden muss und sich zur Verwaltung von E-Books ebenso eignet wie zur Bestellung von E-Books oder eben auch zur Konvertierung von bestehenden Dokumenten in E-Book bzw. E-Reader-fähige Formate. Wie geht man dabei vor? Zunächst einmal müssen Sie Ihr Dokument formatieren. Das heißt, im Falle einer Word-Datei müssen Sie darauf achten, mit den Formatvorlagen zu arbeiten, die Word vorgibt. Nur so ist Calibre später in der Lage, Ihr Dokument korrekt auszulesen und Überschriften beispielsweise auch wieder als Überschriften darzustellen. Als nächstes legen Sie in Calibre das Ausgabeformat fest. Das heißt, Sie entscheiden sich für ein gängiges E-Reader-Format, je nachdem, für welche E-Reader Sie das unterstützen möchten. In einem dritten Schritt übertragen Sie dann Ihr E-Book. Das heißt, Sie konvertieren die Datei, die Sie gerne in ein E-Book verwandeln wollen, dann eben in ein entsprechendes E-Reader-fähiges Format. Calibre unterstützt dabei alle gängigen E-Reader-Formate. Die bekanntesten sind sicherlich EPUB, ein offener Standard, den die meisten E-Reader lesen können, und Mobi, das ist der Standard, der von Amazons Kindle unterstützt wird.
Bildschirme, Folien und Vorträge aufzeichnen mit Screencast-O-Matic. Was ist ein Screencast? Ein Screencast ist eine Aufzeichnung von Ton und Bildschirm, so wie wir es hier in dieser Präsentation auch haben. Typischerweise wird dies in Echtzeit aufgenommen. Auf der linken Seite sehen wir ein Beispiel für ein Tutorial oder Erklärvideo. Der Bildschirm wird aufgezeichnet und von einer Stimme aus dem Off wird erklärt, welche Schritte gerade gemacht werden. Man kann dabei den Mauszeiger verfolgen. Auf der rechten Seite sehen wir einen Vortrag, bei dem eine PowerPoint-Präsentation durchgeklickt wird. Im Bild ist auch der Sprecher über eine Webcam zu sehen. Die Ausrüstung, die man benötigt, um einen Screencast zu erstellen, ist lediglich ein Headset und gegebenenfalls eine Webcam. Es gibt viele verschiedene Tools, mit denen man Screencasts aufnehmen kann. Man benötigt etwas Zeit, um sich an die eigene Stimme zu gewöhnen und das richtige Tempo für die Aufnahmen zu finden. Screencast-O-Matic ist sehr einfach in der Nutzung und eignet sich gut für den Einstieg. Neben der kostenlosen Version gibt es auch eine Erweiterungsmöglichkeit, die $15 im Jahr kostet. Bei der kostenlosen Version kann man Videos bis zu einer Länge von 15 Minuten aufnehmen. Dabei kann der Bildschirm aufgenommen werden und nach Wunsch die Webcam ein- oder ausgeschaltet werden. Das fertige Video kann man auf YouTube veröffentlichen oder für sich als Videodatei speichern. Bei den Aufnahmen ist unten links im Bild ein kleines Logo von Screencast-O-Matic zu sehen. Bei der kostenpflichtigen Version lässt sich dieses Wasserzeichen entfernen. Man kann längere Videos als 15 Minuten machen und beispielsweise das Video nach dem Erstellen zuschneiden und Effekte einfügen. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch längere Videos als 15 Minuten aufzunehmen. Sie können Computergeräusche aufnehmen, das Video zurechtschneiden oder auch nur Audio aufnehmen. Sie können zeichnen und zoomen und Ihr fertiges Video auf Google Drive, Vimeo oder Dropbox publizieren. Dann haben Sie auch die Möglichkeit, Screenshots zu machen. Wir empfehlen Ihnen, erstmal in die kostenlose Version reinzuschnuppern. Animierte Präsentationen und Vorträge erstellen mit Powtoon. PowerPoint kennt jeder, klar. Aber haben Sie schon mal versucht, aus Präsentationen kleine Animationsfilme zu machen? Das geht mit Powtoon. Powtoon ist eine Webanwendung. Das heißt, es ist keine Installation auf Ihrem Rechner notwendig, Sie brauchen lediglich einen Internetzugang und einen Browser. Registrieren müssen Sie sich bei Powtoon, um es nutzen zu können, dazu benötigen Sie eine E-Mail-Adresse. In der Basisversion ist Powtoon kostenlos. Es gibt auch bezahlte Zugänge zu Powtoon, wo Ihnen dann mehr Templates und noch mehr Auswahlmöglichkeiten für die Animation zur Verfügung stehen. Bei der Arbeit mit Powtoon können Sie auf Templates zurückgreifen. Templates sind vorgefertigte Videovorlagen zu verschiedensten Themen, die Sie auswählen können und dann in Ihrem Sinne entsprechend umarbeiten, umgestalten oder erweitern können. Natürlich können Sie auch mit einem komplett weißen Blatt Papier anfangen, auch das ist möglich. Bei Powtoons arbeiten Sie direkt im Browser und im Prinzip ist das Erstellen eines Powtoon-Films wie das Erstellen einer Präsentation in PowerPoint. Auch hier arbeiten Sie mit einer Reihe von Folien, aus denen Sie Ihren Film letztendlich zusammensetzen. Das Besondere dabei ist, jedes Element kann animiert werden. Das heißt, Sie können festlegen, zu welchem Zeitpunkt das Element wo auf der Folie erscheint und zu welchem Zeitpunkt es wieder verschwindet. Interaktive Videos erstellen mit PlayPosit. Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich YouTube-Videos und wahrscheinlich ist Ihnen auch aufgefallen, dass man diese interaktiv gestalten kann. Meistens tauchen in oder nach dem Video kleine Kästchen auf, die man mit der Maus anklicken kann und die einen zu anderen Videos, Playlists, Kanälen oder auch zu einer Abstimmung führen können. Wir stellen Ihnen heute ein anderes Tool vor, PlayPosit. Es ist eine Videoplattform, auf der man interaktive Videos erstellen kann, indem man Stopps in Form von Fragen oder didaktischen Pausen einfügen kann. Hier ein Beispiel.
Sie möchten gerne wissen, was ein E-Portfolio ist und wie man es nutzt? Dann sind Sie hier genau richtig. Ein E-Portfolio können Sie sich wie einen digitalen Koffer vorstellen, den Sie selbst mit Inhalten füllen. Hier wurde jetzt das Video unterbrochen und eine Frage eingefügt, um zu sehen, ob der Nutzer den Inhalt auch verstanden hat. Die Frage lautet, welche Metapher wird hier für ein E-Portfolio benutzt? Da kann ich als Nutzer die Antwort einfach eintippen. Und das Video geht weiter. Auch bei PlayPosit gibt es eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Für beide Versionen benötigt man einen Account. Für die kostenpflichtige Version mit mehr Optionen bezahlt man $96 im Jahr. Wenn Sie dieses Tool ausprobieren wollen, dann benutzen Sie bitte den Firefox-Browser oder Chrome, da der Internet Explorer von PlayPosit nicht empfohlen wird. Interaktive Bausteine erstellen mit learningapps.org. Sie möchten Ihren Unterricht oder Ihre Selbstlernphase mit einem Quiz oder einem anderen spielerischen Element anreichern? Dann ist Learning Apps für Sie das Richtige. Learning Apps ist kein Tool an sich, sondern eher eine Art Baukasten, der an der Pädagogischen Hochschule Bern und der Uni Mainz entwickelt worden ist. Learning Apps ist darum auch komplett kostenlos verfügbar. Sie können sich zwar bei Learning Apps einen kostenlosen Account anlegen und haben dann die Möglichkeit, Ihre Learning Apps auch auf dem Portal abzuspeichern, aber das müssen Sie nicht. Sie können Learning Apps auch komplett anonym ohne Account nutzen. Für die Nutzung von Learning Apps steht Ihnen auch wieder eine Fülle von Templates oder auch Vorlagen zur Verfügung, die sehr schön geordnet sind nach Themen oder Fächern, beziehungsweise eben auch nach Quiztypen wie Zuordnung, Puzzle oder auch Zahlenstrahl. Diese können Sie dann entsprechend editieren, das heißt mit eigenen Inhalten versehen und anschließend abspeichern. Fertig ist Ihre eigene kleine Learning App, die Sie dann Ihren Lernenden zur Verfügung stellen können. Wie kommt nun die Learning App zu den Lernenden? Dafür haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können diese beispielsweise via QR-Code Ihren Lernenden zur Verfügung stellen, den die Lernenden mit dem Smartphone oder dem Tablet entsprechend abscannen und so zur Learning App kommen. Oder Sie können diese auch als SCORM-Paket beispielsweise in eine Lernplattform wie Moodle oder OLAT einbinden. Natürlich können Sie auch einfach den automatisch generierten Weblink per E-Mail verschicken oder auf eine andere Weise Ihren Lernenden zur Verfügung stellen.